Hallo Leute. Hi Freunde. Ich bin hier im Wald mit Maya. Ein paar schöne Pilze gefunden. Hier Semmelstoppelpilze. Wunderschön. Sind mir fast lieber wie Pfifferlinge. Nicht ganz so zäh. Ja, hier mein Hobo und jetzt wollen wir ein bisschen kochen. Einen Kaffee machen. Zu den Pilzen gibt es Bulgur. Vielleicht gibt es auch noch ein Dessert. Aber der Hauptgrund, nicht weshalb ich hier bin, weshalb ich dieses Video drehe, ist die längst oder das längst überfällige Giveaway. Das längst überfällige Abo-Giveaway. Eigentlich wollte ich ja schon so bei 100 Abos ein Giveaway machen. Zum einen hat es zeitlich nicht hingehauen, zum anderen hat mir einfach auch noch ein Thema gefehlt. Auch was ich als Preis aussetzen wollte, war nicht so klar. Aber da bin ich jetzt ein Stück weiter. Also, Thema. Thema Bewegung. Es wäre schön, wenn ihr mir eine VA drehen würdet. Kommentare gelten natürlich auch. Ihr könnt auch so eure Meinung dazu abgeben. Bewegung. Ja, ist ein riesiges Thema. Man könnte Bewegung zeigen, wie ihr euch bewegt, wie sich sonst irgendetwas bewegt. Man könnte das Thema so angehen, ja, was ist Bewegung? Was bedeutet Bewegung? Bewegung gleich Leben? Bewegung in der Gesellschaft? Wo bewegt sich der Mensch hin? Und ja, wie erlebt man auch Bewegung? Ich denke, nicht jeder erlebt es gleich. Es ist ein riesiges Thema, ein riesenbreites Thema. Da müsste eigentlich jedem dazu was einfallen. Okay, das wäre das Thema. Wäre natürlich schön, ihr würdet eine VA dazu drehen. Aber wie gesagt, Kommentare reichen auch. Die Preise bin ich am Zusammenstellen. Die kann ich euch jetzt noch nicht zeigen. Es wird nichts Weltbewegendes sein, was ich verschenke, vor allen Dingen nicht teuer. Ihr wisst, ich bin versuche etwas bewusster zu konsumieren. Ich möchte eigentlich nicht unnötiges Geld ausgeben. Es werden also mehr persönliche Geschenke sein. Deshalb denke ich, sind sie nicht wertloser. Ja. Was fällt mir dazu noch ein? Ach ja, ich müsste einen Termin angeben. Termin, sagen wir mal, ist Ende September, der letzte September. Noch dazu zu sagen. Ich glaube, das war's. Also würde mich freuen, wenn viele mitmachen. An dieser Stelle möchte ich mich natürlich auch nochmal bedanken für diese vielen Abos. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen?
Irgendwo habe ich so 100 Abos doch angestrebt. Und zwar mit dem Hintergrund, ja, es wäre einfach schön, wenn ein paar Leute das mitverfolgen würden, was du so treibst. Nicht aus Narzissmus, auf jeden Fall nicht vordergründig, sondern weil es eben einfach schön ist, Sachen zu teilen. Jetzt sind es, oder heute Morgen waren es 146. Jetzt reicht es eigentlich. Bin natürlich nicht böse, wenn noch welche dazukommen. Aber darum geht es mir gar nicht, viele Abonnenten zu erreichen, sondern es ist schön, wenn ich ein paar Leute damit eine Freude machen kann. Das reicht mir. Mir selber macht es unerwarteterweise, muss ich zugeben, sehr viel Freude. Ich glaube, Maya mittlerweile auch. Und ich werde jetzt hier noch ein bisschen was kochen. Aber das Giveaway-Abo werde ich damit beenden. Also wie gesagt, Thema Bewegung. Ein breites Thema. Maya möchte sich auch schon wieder bewegen. Du musst jetzt noch warten, wir kochen hier erstmal. Einsendeschluss, der letzte September. Maya ist einverstanden. Und bis dann. Ruhe jetzt. Bleibt geschmeidig, Leute. Traumtänzer. Jetzt machen wir ein Feuer mit.